Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hatten unsere virtuelle Tarifkommission Metall und Elektro. Geplant war sie, dass wir das mit 200 Kolleginnen und Kollegen in Dortmund in der Phoenixhalle machen. Corona hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die steigenden Zahlen im gesamten Ruhrgebiet haben dazu geführt, dass wir die Entscheidung getroffen haben, dies virtuell zu machen. Mit über 170 Kolleginnen und Kollegen eine sehr spannende Debatte gehabt zu den Themen in dieser Tarifrunde. Einmal das Thema, wie sichern wir Beschäftigung? Man hat gemerkt, dass das ganz, ganz vielen Kolleginnen und Kollegen auf dem Herzen liegt. Wir haben dort die Vier-Tage-Woche debattiert, wie wir damit umgehen, welche Möglichkeiten sie bietet, um eine Brücke zu bauen, aus der Krise zu kommen, aber auch eine Brücke zu bauen, um die Transformation, Energiewende, Verkehrswende, Mobilitätswende, all diese Themen mitzunehmen. Und wir haben eine sehr, sehr positive Rückmeldung von unseren Kolleginnen und Kollegen gekriegt zu diesem Thema. Deshalb bin ich sicher, dass wir am Ende, wenn wir das im November als Forderung beschließen, das Thema Vier-Tage-Woche auch mit einem Teilentgeltausgleich dort, wo wir sie brauchen, nicht überall und flächendeckend, aber dort, wo wir sie brauchen, eine Vier-Tage-Woche mit 32 Stunden mitbeschließen werden, um Zukunft zu gestalten, um qualifizieren zu können, um eine Brücke für die Zukunft bauen zu können. Das andere Thema war dann, wie gehen wir mit dem Thema Entgelt um? Man merkt schon, dass die Priorität auf dem Thema Beschäftigungssicherung steht, aber wenn wir Zukunft gestalten wollen, brauchen wir auch ein Volumen, womit man Zukunft gestalten kann. Wenn wir einen Teilentgeltausgleich brauchen bei dem Thema Vier-Tage-Woche, dann brauchen wir ein Entgeltvolumen, was wir dafür nutzen können. Und wir haben auch die paar Betriebe, denen es ganz gut geht, die auch etwas in ihrem Portemonnaie haben wollen. Und zum Zukunftsgestalten gehört hinzu, dass wir die Binnennachfrage stabilisieren müssen. Alle Zahlen zeigen, in 2020 war der größte Einbruch in der Binnennachfrage. Die müssen wir stabilisieren, die müssen wir stärken, weil nur mit einer guten Binnennachfrage können wir auch Zukunft gestalten. Deshalb, was völlig klar war bei allen Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen Zeit und Geld, um Zukunft zu gestalten. Und das war heute eine tolle Tarifkommission. Nochmal danke an die 180 Kolleginnen und Kollegen, die dabei waren. Und wir sehen uns spätestens am 17.11. wieder.